So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Saints Row the Third und wir werden direkt von den Bullen belagert. Mit mir, also Waffles, und dem da hinten, das ist Pyrus. Und ja, wir sind schon bei 53%. Mal gucken, wie weit wir heute in der Session kommen. Ich habe so das Gefühl, mit ein bisschen Glück sind wir heute vielleicht sogar schon bald fertig. Naja, wir haben noch ein paar Aktivitäten, ne? Ja, ich habe hier einen illegalen Handel gefunden, dann können wir... Wenn wir mit dem anfangen, ist da denn die Leiche blockiert meine Fahrt? Dann natürlich nicht. Ich hab, ja, die Leiche einfach mal im Penetrator spielen lassen. Illegaler Handel kann sich nicht machen. So. Korrekt. Ah, du musst fahren. Oh Gott. Warum aber du fahren musst, wenn ich doch einfach, aber okay. Junge, wie fährst du denn? Was ist da denn? Alter. Hast du den Führer schon in der Comfort-Tüte entdeckt oder was? Voll Pfosten. Ich denke schon. So. Der Cornflakes-Tüte, man kennt ihn. Oh, 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 oh! Alter! Bitte gehen Sie! Junge, wie fährst denn du? Hast du fahr auf deiner Spur, du Halbnacken. Oh, wir haben einen Oleg hinter uns. Das ist nicht so gut. Oh, der ist gerade gegen die Wand gefahren. Perfekt. I'll remember this one. Ja, Schnauze. Stimmt, die Fahrstein war ja scheiße. Korrekt. Ich hab irgendwie die vom GTA im Kopf, deswegen war ein bisschen besser. Minimal. Ja, ja. Warum auch immer ich jetzt vom GTA 5 im Kopf hab. Da ist das dicke Ding. Okay. Ah ja. Maul halten. Bist du, Auto? Nee, Zeniak, nee. Zamos. Simos, Zeniak ist der aus Saints Row 4. Ja, stimmt. Alter, das Auto sieht aus wie eine. Alter, wie das aussieht. Ja, hat seine besten Tage jedenfalls schon hinter sich, aber. Ist schon okay. Ja, ein bisschen nachladen, kann nie schaden. Nachladen. Oh, Hilfe. Oh Gott! Ja, danke. Farbprüfung nicht bestanden. Übernehmen. Sehr freundlich von Ihnen. Übernehmen. Oh, Junge, ist doch scheißegal, welche Tür du nimmst. Achso, bist du ein Linkseinsteiger? Nein, der ist Linkseinsteiger. Der Rechtsansteiger. Aber Rechtsträger. Hä? Er steigt links an, um nach rechts zu rutschen, obwohl er rechts da einsteigt. Okay. Ich sehe das Problem nicht, er macht doch schon richtig so. Nein, macht er nicht, er ist einfach ein Idiot. Die KI habe ich nicht vermisst. Nee, oh Gott, ich auch brennt, nicht. Es brennt, pass auf, es brennt. Du knallst es gleich. Brennt, es brennt, kommt alle aus dem Haus. M. Ach du grüne Neune. Oh, ich bin runtergefallen. Lieber bitte wieder regenerieren. Heute noch? Warum jagt das Militär denn uns? Das ist die Militärjagd uns, kann man uns nicht mehr erklären. Doch ein. Nein, das wollte ich nicht. Nein, hör auf. Dann rein in die Olga. Scheiße. Oh fuck. Ich wollte mir eine Geisel holen, aber das Spiel hat alles gemacht. Und ich die Geisel geholt. Oh, so muss das. So. Ja. Oh, jetzt steig ein, Herr Zamos LP. Simos LP. Oh Gott, ich. Es brennt. Ja, ich war. Ah ja, perfekt, das Auto brennt schon wieder. Ah ja, Ja, illegaler Handel kann brandgefährlich sein. Da geht mir schon wieder auf den Sack hier. Wir spielen erst 4 Minuten. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Oh nein, ich muss fahren. Ich will auch Kaffee trinken, du scheiß Kacken, Miss Game. Ja, ich übernehme noch den ersten, alles gut. Nein, alles gut, ich kann da fahren. Ich war eben so gepolt, dass du fährst. Ich weiß, irgendwie bin ich falsch gepolt heute. Aber ich habe vorhin auch den Supermarkt Simulator mit Saints Row verwechselt. Also, wechselt man halt, ne? Ja. Das ist fast Spiele. Das so. Ist auch Handel, Deals. Also, und nach der Mission bist du im Uzi-Monika auf den Jebkönne mehr, warum auch immer. Ja, ich liebe diese Pistolen. Was? Bist schon fertig? Okay, wir können abhauen. Weiter. Du bist schon fertig? Ach hin.
Oh Gott. Ist das ein Idiot? Hallo! Alter, das ist so frustrierend. Digga, also das ist wirklich die schlechteste KI in der Geschichte von schlecht. Die Geschichte von schlecht ist wirklich sehr, sehr weiträumig und sehr umfangreich auch. Ja gut, man muss sagen, mit Fest hat nicht die schlechteste KI. Die nee. Ist besser. Alter Vater, ey. Ja, auch die von Starfield. Auch wenn ich nicht loben möchte, man. Das ist ja sowas von nervig, ey. Bin ich froh, wenn die Scheiße wieder fertig haben hier. Ah. Kennst du noch Dreikampf? Hm? Kennst du noch Dreikampf? Sagt dir das was? Irgendwie ganz, ganz. Das im Hinterkopf, ja, aber. Ja, das wird dich sehr freuen. Auch mit der KI. Na geil. Das ist so schön. Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Freue ich mich ja sehr drauf, ey. So. Also, wir hätten schon durch sein können, Simus, ne? Ja, hätten. Deswegen sage ich ja hätten. Also ich glaube, überfahren ist. Oh, 6 Headshots, nicht schlecht. 7 Headshots. Ey, wir wollten mal das gleiche. Oh. Würdest du einsteigen? Ja, du musst erst den Dealer, den Polizisten töten. Warum müssen wir jetzt die Polizei töten? Mach mal. Das ist eine gute Frage, 10 Punkte für Gryffindor. Ich, ja, das könnte auch klappen. Nee, da lebt noch. Na, Mist. Jetzt. Sehr gut. Redemptext. Aber klar, natürlich alle aus explodieren, nur das Auto nicht was. Ja, ja. Ist großartig. Nice try. Aber das Auto hält schon mal länger durch als eben. Als eben. Was wolltest du sagen? Das ist länger durchhält als eben, wollte ich gerade sagen. Hä? Wie kann er mich denn mit 3 km/h rammen und ich flieg komplett weg? Was ist denn das, Mann? Diese Physik, ey. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist ja gar nicht komplett bescheuert oder so. Nee, nee. Okay, der hat auch irgendwie keinen Bock zu sterben. Ah doch, der hat Bock zu sterben. Ja. Also den. Was zur Hölle? Hast du den Heli schon weg? Ja. Okay, weiter. Genickbruch. Genickbruch TV. So. Junge, sing nicht so viel stark ein. Heute noch, wenn's. Digga, das kann doch alles nicht wahr sein. Warum hat man es denn so programmiert, dass er nur rechts einsteigen kann? Liebe Entwickler, Autos haben 4 Türen. Die kann man davon auch alle 4 benutzen. Gesetzlich. Das ist korrekt. Vor allem das Witzige ist, das Spiel spawnt ja sogar extra in Auto mit 4 Türen. Gibt ja auch 2 Türen, aber nein, das hier ist 4 Türen. Ja, Echi. Oh Gott. Oder sie haben nicht den Fehler gemacht, sie haben den 4 Türer programmiert, aber die KI denkt, dass es ein 3 Türer ist. Ich meine, ich würde dazu zutrauen. Das wäre so knackt, aber ja, ich würde es irgendwie auch nicht mehr wundern. Kannst du mal hinter uns ein bisschen, Ja, das funktioniert zum Beispiel. So. Du hast doch die Gesellschaft. Ja. Ich hab doch 3 Raketen, das ist echt doof. Wie ein Survival Game hier. Zu beten, der schießt mit Raketen. Ja, genau. Ja. Oh, fuck. Jesus hat gesprochen. Der mächtige Jesus. Yep. Naja, den einzigen Gott, an den ich glaube, ist Kratos, der Kriegsgott. Den glaube ich. Das bin ich der Einzige. Oh. Okay, cool. So. Entschuldigung. Ihr Fotzen. Okay. Ist er fertig? Wieso jetzt schon wieder? Hätte den Lieder von den Cops. Oh Gott. Tut das denn? Ah, okay. Das wäre dann der Lieder gewesen. Ich glaube, wir sollten uns ein neues Auto nehmen. Neues Auto? Okay. Definitiv. Ja. Ich finde dieses Auto tatsächlich sehr anregend. Es ist tatsächlich sehr hübsch. Er steigt ein! Mensch! Er ist ja doch nicht komplett bescheuert und unfähig. Nur ein bisschen. Ja. Und?
Alter, kannst du mal vernünftige Reifen kaufen? Ja. Fang auch gleich an zu heulen, Fahrstil. Oh. Ich glaube, die Schuppen, da muss ich mal upgraden. Oder? Ich glaube, das mache ich mal nachher. Hallo. Hast du da Let's Dance in den Autos oder was? Wahrscheinlich. Da war anders. Alter, singst du... Nee, nichts mit einer Sekunde, stirb. Singst du alle voll? Ja, ich glaube, das macht er nicht nur für uns. Okay, wir können zu pissen. Ah, dann gib Gas. Es ist ein Wendekreis. Es ist ein LKW-Wendekreis. Gott. Ah, hier dann. Ein Schnuckel. Der ist aber so ganz alleine, der Oleg. Und keiner mag ihn. Ja. Das ist richtig. Da muss er sich halt einfach mal Gedanken machen, warum ihn keiner mag. Okay, dann müssen wir es cool beenden. Falsche Richtung, Sir. Oh. Hey, was, wenn du das jetzt versauchst hier auf den letzten Metern, dann reiß ich den Koffer ab. Ach, besser ist es. You got away with words. Ich hab da den Sniper rausgeschossen, so muss das. Das wird aber schwer gewesen sein, oder? Ey, Gott sei Dank. Ja, ja. Das war jetzt leicht. Das hätte mich jetzt sehr verängstigt, muss ich sagen. Das hätte mich wirklich sehr verunsichert. Ja, mich auch, aber... Na, was ist hier los? Du hast das Spiel pausiert. Er will irgendwie gerade nicht so, wie ich möchte. Ich kurz auf. Mein Ladedings dreht sich gerade so ein bisschen. Ja, das Spiel ist nicht verbuggt, es ist nur besonders. Besonders verbuggt, ja, richtig. Es geht weiter. Ja, ja. Hä? Jetzt habe ich wieder volle Munition, aber in der eben hatte ich nicht volle Muni. Hat mir die. Ja, ich auch nicht. Okay. Ich verstehe die Welt immer. Beste Bitch. Wow, ich habe immer Schönes. Wie das mit dir gefallen? Oh nein. Ich habe Angst. Relax, I'm a professional, hat er eben gesagt. Das stimmt auch, ich bin sehr professionell. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Wenn ich, würde ich die meisten Abonnenten auf YouTube haben, wäre das einfach der Untergang YouTube Deutschlands. Dann würde ich halt persönlich, zwar einfach der Armageddon, der ist YouTubed, aber würde ich auch gerne machen. Also da stehe ich beim Namen. Ja, aber das gefällt dir richtig, das wird dir gefallen, das ist so spaßig, so schön. Mm. Abgreifen auf hart. Ja, cool, ey, mal wieder was Faires. Mein Auto. Achso, trennen wir uns. Mhm. Wie zwei siamesische Zwänge. Okay. Achso, ihr habt vier Türen. Vier Türen sind zwei mehr als zwei. Türen. Das hast du gut ausgerechnet. Okay. Ja, ich kann halt Mathe. Mhm, stand mal. Damn it all. Scheiße, es geht bergab. Egal, es war geplant. Schon lange bergab mit allem. I'm the best around. Also ich stehe. Ja, ich könnte euch ja wieder verpissen. Ich ziele auf ein stehendes Ziel, eher so, I'm the best around. Ah ja. I'm the best around. Mensch. Jö, wahrscheinlich. Hallöchen. Okay, zwei habe ich schon mal abgeliefert. Oh, Nutte, können Sie mitkommen? Ah. Streit oder was? Sag doch mal ein, Mensch. Du bist eine Nutte, musst mitkommen. Oh, richtig, richtig. Hört sich jetzt alles ein bisschen falsch an, aber bitte mal im Kontext. Ich will uns aus dem Kontext reißen. Was zum Fick ist denn hier schon wieder los? Ach so, ich soll auf einmal hier unten. Ah, okay. Hallo, ich hab dir aber doch nicht voll abgehängt. Ach so. War gut. Hoffentlich krass. Wow. Ach nee. Ich liebe dieses Spiel.
Oh, es lief schon so gut. Ja, ich wusste, ich hab doch einen Viertürer, ne? Ja. Ich dachte, ich kann damit auch dann 3 Nutten mitnehmen. Nein, man kann nur 2 mitnehmen, weil dann ist die Gruppenmaximalität erreicht. Ich habe gerade festgestellt, wir haben 10 Minuten. Weißt du was, lass uns gemeinsam fahren. Ich glaube, wir brauchen uns nicht trennen. Also, warum gibt es 4 Türer, wenn ich nur 3 Leute mitnehmen kann? 2 Leute mitnehmen, weißt du? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Egal. Eben lief schon ganz gut. Also, Alter, ich möchte das. Oh, Jungs? Mädels? Hab ich irgendwann die Tantenne friert? Ich glaube, es war eher ich mit meiner explosiven Silverballer-Kugel. Ich hab die Tantenne nicht gesehen, ich hab nur ein Ziel gesehen, aber kann auch so ein bisschen daneben geschossen haben. Ach naja, bisschen Schwund ist immer, machst du nix. So. Raus mit euch, ihr Noten, so, weiter im Text. Ich lach, wenn gleich kommt, du verlässt die Gruppe, dann lache ich, ja, das ist so geil. Bis euch hier fotzen. Ich mag sowieso keiner. Ernsthaft, wieso muss ich denn jetzt nochmal da lang fahren? Ich hatte das doch eben da schon getriggert. Die sind nämlich eigentlich da hinten, das ist halt ganz schön dumm. Die Nutten wurden entführt. Guck mal vor, wie Mario mit Princess Peach, Alter. Nee, sie schmeißen uns jetzt nicht raus und sie steigen bitte ein. Am besten nur heute noch, weil wir haben es ein bisschen eilig. Dankeschön. Aber das geht ja sogar von der KI gerade für Saints Row Verhältnisse. Noch ja. Du schreist bloß nicht. Oh, da sind 2 Sniper da. Oh Gott, oh Gott. Hey, I won't tell. Ach, ist alles okay. Das kann sich auch wieder schnell ändern. Du weißt, wie dieses Spiel ist. Ah, ey. Snipern die. Fuck my life. Ohne Reifen lässt sich's gar nicht mal so gut steuern, habe ich festgestellt. Hashtag muss man wissen. Ah, cool, ich weiß ja nicht, wo ich lang muss. Ah, perfekt, das liebe ich ja. Ich aber auch nicht. Sehr schön, das heißt, wir können jetzt prinzipiell in die Stadt fahren und auf Glück hoffen, dass wir die Chest noch finden. Perfekt, danke Spiel. Ach, ich liebe es, wenn ein Spiel so programmiert ist. Nein, das war irgendwo die Richtung, aber wer weiß, ich kann mich leider nicht erinnern. Irgendwo hier. Oder auch hier, wer weiß. Wir werden es wohl nie herausfinden, weil das Spiel ist, also ich einfach konsequent weigert, das anzuzeigen. Versuch mal Y gedrückt zu halten. Bitte? Ja, da passiert nichts, ne. Oh Mensch. Okay, cool. Kannst aber anders doof sein. Gehen wir mal hier runter, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja in die Richtung, weil hier, guck mal, hier sind Pornos. Pornos sind gut. Ne? Immer noch nicht. Schade. Wir gehen langsam so ein bisschen die Ideen aus, tatsächlich. Ja. Ja, was soll denn das? Also. Ich kann jetzt die Luft jagen, wenn du willst. Nee, das möchte ich eigentlich nicht, weil bisher lief's ganz gut. Wir haben noch 7 Minuten, das kann doch nicht sein. Aber keine Zeit sind die auch jetzt despawned. Da schon mal daran schon mal gedacht. Die sind nicht despawned, wir hatten das Problem schon mal. Die sind immer noch da, aber okay. Man findet sie halt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Piss dich, Bitch. Gott, ich habe noch nie so einen Schrott gesehen, wirklich, das ist jedes Mal das gleiche Theater mit denen. Ja. Oder, ja, also ich, oder ist, lässt sich der Bug immer dadurch aussehen, wenn beide in einer Gruppe Y drücken? Ich hätte es sicherlich auch kurz bei Y gedrückt. Ich habe keine Ahnung, es kann sein, aber wer weiß das schon. Oh, es brennt. Ja gut, also wäre es ähnlich tot, perfekt. Wie bei Ghost Rider. Okay, das sah wenig cool aus. Stimmt. Aber hilft uns auch nicht so wirklich weiter. Wenn wir weiterhin keine Ahnung haben, wo wir hin müssen. Ja, schade, aber auch. Wenn ich auf die Karte gehe, finde ich es anscheinend auch nicht. Wenn man jetzt hier mal rein. Hier kannst du deine Aktivität nicht hin. Okay. Cool. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, okay. Dann können wir im Grunde nochmal neu starten. Okay. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Es ist unglaublich.
knallt mich ab. Du kannst aber bis Menü neu starten, meine ich. Oh, das hat das nicht gewonnen, das brennende Wrack, das auf dich zufliegt. Let's go. Ich will jetzt noch sehen. Okay. Nochmal, bist du sicher, dass du die Aktivität verlassen möchtest? Bin sicher, dass ich möchte, dass diese Aktivität funktioniert. Das verlange ich, also mehr verlange ich eigentlich auch gar nicht. Das wird mir schon reichen. Okay. Also nochmal. Diesmal drückst du Y, machst du die Noten? Ja. Okay, dann pfeife ich diesmal die Karte zusammen. Genau, konzentriere dich ein bisschen darauf, das ganze Gesocks da wegzuhauen, was da rumsteht, dann... Alter, das Spiel ist sowas von verbuggt, ey, das ist ja ne... Ja, das ist... So... Das erstmal dazu... Oh Gott, die Nähe, das ist sehr sinnvoll. Ja, ihr könnt euch verpissen, ihr hässlichen rot lackierten Hackfressen. So, wieder zwei Sniperinos, perfekt, finde ich gut. Der trifft mal wieder, trifft sich auf 6 Kilometer meinen Hinterreifen, das dann ist auch sehr beeindruckend. Ich will hier hinten runter, ich bin hier vorhin auch lang gesprungen, das ist auch ganz cool. Da hängt man die nämlich ganz gut ab, die konnten nämlich damit zurecht, dass man hier mal runterjumpt. Oh, und so kommt das noch. Nee, dann wieder umstehen, perfekt. Dann will ich erstmal Ruhe von dem ganzen Gesocks hier. So, Mädels. Wir haben einen wichtigen Termin, also wenn ihr euch, du kannst jetzt aufhören rumzutanzen und kannst auch gerne mal einsteigen, tatsächlich. Aber sie fühlt's gerade, glaube ich, sie fühlt ihn. Ja, freut mich auch sehr für sie, aber leider, Ich bin gerade so ein bisschen knapp bei der Zeit, deswegen entschuldigen Sie, dass ich da jetzt nicht so viel Verständnis habe, aber wir müssen weiter tatsächlich. Ja, tanz, du Schwein, los! Okay. Ja, gut. Da wird es wenigstens angezeigt. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn es denn halbwegs funktionieren würde. Naja, bis dahin über diese hässlichen Olex kommen wahrscheinlich. Oder einfach ein Auto einfach spawnt und einen so trifft, dass man kurz und durch die Gegend fliegt, weil die Fahrphysik ja so unglaublich gut ist. Eieiei. Da links, den kannst du erfolgen. Anstehen und runter! Ah, den hatte ich eben auch. Ja, okay. Was? Ja. Ja, bin ich schnell. Ich hab ihn als eine Frau von einer Frau gehalten. Ich hab ihn weggekickt, steig schnell wieder ein. Jetzt. Ja, und er versperrt mir natürlich absolut treffsicher den Weg, weil der ist halt voll krass und kann das einfach so. Das weiß der natürlich. Guck mal, da schätzt sich die gegnerische KI mega intelligent an. So zu sagen, wo man lang fährt, damit sie einmal schön effektiv den Weg versperren können. Aber zum Einsteigen, dafür reicht's nicht! Ah, affig sowas. Ja, die KI wurde so gebaut, dass Leute auf den Sack gegangen wird. Das ist so eine Murphy's Law KI. Alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Unfassbar, ey. Unfassbar. So, letzter Halt. Aufstieg, Fahrtrichtung rechts. Wir wollen eigentlich gar nicht aussteigen, sondern wir wollen, dass andere Leute einsteigen. Das ist hier. Ach du Scheiße. Ja, okay, mal gucken. Ja, passt. Einmal ist das Auto hält noch, wenn man das gut. Well, shit. Sag das nicht zu laut. Oh. Aha, cool. Keep on keeping on. Now it's still good to kick ass. Gut. Das setzt ein Scherz, oder? Achso, wir müssen da hinten hin. Anscheinend. Ja, wie wär's denn mal mit Sterben? Perfekt. Hey, du da! Komm! Zügig. Eine reicht ja. Ja. Deswegen bin ich schon am abhauen. Nein. So, jetzt nur noch nach Hause und dann haben wir es. Hab ich überhaupt noch einen Reifen, der... Ach ja, ist doch in Ordnung. Nee, ich fahre wirklich auf 4 Felgen, cool. Sehr realistisch, dass ich überhaupt noch lenken kann, aber hey, ich nehme das mal so hin.
Da kann die Physik immer reinscheißen, das ist in Ordnung. Ey, wenn die jetzt noch versucht hätten, so ein realistisches Fahrgefühl zu simulieren, ne, dann wären wir richtig am Arsch. Ja! Oh Gott, nein! Wir haben's, alles gut. Nein, ist egal, das zählt. Aus! Ey, ja, Affen, ey, ganz ehrlich. Das ist lächerlich. So, haben wir den Scheißwesens auch. Könnte Socken in deiner Bande haben. Hatten wir das nicht schon? Nein, egal. Ja, kann ich Socken in deiner Bande haben? Ja, das habe ich auch gebraucht ja, in meinem aber Leben ich tatsächlich. Nicht von Simos. Wir müssen das ja noch von Simos da wieder machen. Da braucht auch noch ein bisschen Spaß. Ah ja. Ah, bin ich ja beruhigt. Oh, es hängt schon wieder so ein bisschen. Irgendwie habe ich das gerade immer, wenn eine Mission fertig ist. Das ist ja gar nicht nervig. Nein. Wow. Okay, also wenn wir gleich wieder raus sind, dann werde ich gleich einmal das Spiel neu starten. Gut, dann meine Aufnahme unterbrechen, ne? Ja. So, wir machen wieder weiter, weil das Spiel ist überhaupt nicht verbuggt. Gar nicht. Mal ein bisschen Geld abgeben. Wenn wir sonst brauchen, ist ein Lügner. So, erstmal Geld. Kaufe ich mir noch Immobilien? Spenderhöhung 4, oh, endlich. Spenderhöhung 5 ist das unendlich. Ach, da fehlen mir nur noch 9 Level, na dann ist ja gut. Oh Mann, ey. Da haben wir mal ihr Motorrad, ja? Oh Gott, das habe ich mir den scheiß Roller hier gestohlen. Den hast du noch Widowmaker. Ja, okay. Das ist sehr passend gewählt. Kappa. Oh, ich habe auch Motorrad, ich glaube, das ist 40 gut. Alter. Ich bin emotional überrascht. Von so einem illegalen Handel, um Gottes Willen. Du hast mich illegal. Was ist denn das für eine Fahrphysik? Eine interessante Frage. Weiß, deswegen stelle ich sie, ja. Ob ihr euch mal verpissen wollt? Danke. Oh, ein paar Immobilien gekauft. Ich bin nämlich Immobilienmakler, nebenberuflich. Nice.